işte Fethullah Gülen'in Haçlıları masum gösteren videosu. Haçlının ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizin ve onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar. Fakat münafık meseleyi öyle bir karıştırır ki Müslümanlıkla kafirlik bir harcın parçaları gibi, farklı kimyevi şeylerin bir araya gelmesi gibi. O güzellik, o bereket çirkinlikle bir araya gelince kömür, elmas birbirine karışır. Siz anlayın artık meselenin ne olduğunu. Bu yalanı, bu iftirayı ilk önce batılı bir tarihçinin videosuyla mukabele edelim. Ondan sonra Bediüzzaman Hazretleri'nin fikrine geçelim. İşte batılı tarihçinin videosu. In einer Lebenslüge sehr bequem eingerichtet habe. Und diese Lebenslüge heißt eben, die anderen, wir sind die Guten, wir sind die Edlen, wir sind die Hilfreichen. Und die Wirklichkeit ist anders. Und das ist natürlich schwierig, nach einer so fröhlichen Sendung so ernste Dinge zu sagen. Aber es ist alles Teil des Lebens, also insofern passt das schon her. Ich glaube, dass wir im Westen die Welt nicht erobert haben durch die Großartigkeit unserer Ideen, die Großartigkeit unserer Werte, die Großartigkeit unserer Religion, sondern dadurch, dass wir viel gnadenloser Gewalt angewendet haben als andere. Und wenn ich jetzt noch ein Stückchen ernster werden darf, es waren ja keine Muslime, die auf Kreuzzügen 4 Millionen Menschen massakriert haben. Es waren keine Muslime, die im Kolonialismus 50 Millionen Menschen umgebracht haben. Und es waren auch keine Muslime, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten angefangen haben. Und es waren keine Muslime, die 6 Millionen Juden umgebracht haben. Sondern es war die Gewalttätigkeit der westlichen Welt. Und man muss das einfach mal festhalten. Und ich glaube, man muss auf der einen Seite die Vergangenheit bewältigen, aber man muss auch die Gegenwart.